Okay, das heißt, wir spiegeln das Ganze nicht, sondern stellt euch vor, mein Mauscursor ist jetzt so ein Markieren-Mauscursor, wo man so einen Rahmen zieht auf der Windows-Oberfläche oder bei Strategiespielen und so weiter. Also ich halte jetzt den Mauscursor gedrückt und ich spanne einen Rahmen auf. Von hier unten links, unten rechts, nach hier oben links. Alles, was in diesem Rahmen ist, von da bis da, mache ich Steuerung C. Und setze ich hier drüber mal STRG-V. Das heißt, die ganzen Maschinen werden hier aufgebaut und die Sachen, die momentan jetzt hier auf dem Fließband sind, kommen dann hier auch nochmal auf das Fließband. Dann haben wir aber keine Möglichkeit, in die Ressourcenrad zu kommen. Nee, das geht auch nicht. Das ist verzwickt. Das ist echt verzwickt. Also, aber es mit dem Eisen und Kupfer klang nicht schlecht. Könnten wir das einfach jetzt mal testen? Klar können wir das, aber es dauert eine Weile. Ich nehme einfach mal zwei Stahlkisten. Stahlkiste, Stahlkiste. Wenn ich jetzt so mache, nimmt er beides, oder? Nee. Oh, okay, sehr schön. So, mache ich hier alles zu. So, so. Machen das hier alles weg. Also zumindest hier oben weg. Nehmen alles hier mit. Jetzt könnte das Inventar ein bisschen beanspruchen, aber okay. Und sorgen jetzt dafür, dass hier hinten nochmal Kupfer und Eisen langläuft. Das heißt, Bäume weg. Ja, wir bräuchten dann schnelle, intelligente Ärmchen. Die gibt es, glaube ich, noch nicht. Ah, ich brauche wieder Eisen. Gib her. So. Und dadurch wird auch mein Eisenverbrauch wesentlich höher werden, weil halt zwei Seiten befüllt werden müssen. Und wir haben kein Eisen. Oder kaum noch Eisen. Ja, ist alles eine schöne Herausforderung. Kann man nicht anders sagen. Ich könnte auch nicht mit Ärmchen arbeiten, die das auf das Fließband legen, sondern einfach mit Splittern. Zum Beispiel hier. Das Ding brauchen wir jetzt ja eigentlich gar nicht mehr, weil wir ja schon bei den Schmelzöfen eingestellt haben, dass auf verschiedene Seiten des Fließbands gelegt werden. Das heißt, wir können das von hier aus, wobei das viel zu hoch ist, mache ich hier jetzt einmal durchgehend und mache dann hier, ah, hier ist gut. Hier ist Splitter. Ich bräuchte noch einen Splitter. So, Splitter Nummer 1. Kommt hier hin. Bringt das Eisen hier rum. Darum. Darunter. Daraus. Schon haben wir hier ganz viel Eisen. Diesmal auf der rechten Seite, nicht auf der linken Seite. Aber es müsste keinen Unterschied machen. Und Kupfer müssen wir dann splitten und einmal im Kreis fahren lassen. Das ist okay. Kupfer, einmal bitte splitten. Einmal im Kreis fahren. So, das müssen wir aufsammeln, sonst staut das ganze Ding sich. So, du runter, du dahin. Und jetzt werden wahrscheinlich die Fließbänder nicht reichen, aber das ist okay. Ja, reichen nicht. Dann klauen wir uns welche. Nicht hier. So. Oh, Autosave. Okay. Du. Da einmal knicken, bitte. Das mitnehmen. Runter, runter. Untergrund, Obergrund. Hier ist es bei dem Eisen allerdings, bei dem Kupfer allerdings alles auf einer Seite. Das ist nicht gut. Also bräuchten wir jetzt nochmal einen Splitter. Da. Und den setzen wir dann hier ran, um es dann wieder ranzuführen. Können wir auch hier vorne hinsetzen. Hier ist noch Platz. Du. So. So. Warum sind die grünen Tränke? Okay.
Achso, es war nur ein kurzfristiges Problem. Nein. Nein. Aus. Es war nicht schön. So, gib her. Ganz viele grüne Tränke. Und Plastik. Und ja, okay. Und immer schön zwischendurch blaue Tränke herstellen, ne? Nicht vergessen, die Rungern. So. Hier. Gib ganz viel. Und es ist auch egal, ob das jetzt eine Fabrik mit 11 macht oder 6 Stück mit 2. Das ist dann noch schneller vorbei. Ich hätte das bis dahin eh wieder vergessen. Gut, also. Die Rotchip-Fabrik hat jetzt eigentlich hier nichts mehr zu suchen, oder? Doch. Wir können irgendwie das Plastik hierher bringen, theoretisch. Oh, warte mal. Was wird mehr verbraucht hier in der Ecke? Kupfer oder Eisen? Es werden jetzt primär hier Chips hergestellt, also primär Kupfer. Wir könnten also Eisen nur auf eine Seite des Fließbands machen und auf die andere Seite Plastik. Dann hätten wir alles für die Roten. Dann wäre der Bereich hier mit dem da zusammen Chipproduktion. Also hier kommen dann nachher zwei Fabriken hin, die nur grüne Chips produzieren. Die werden Draht verbrauchen, wenn nichts Gutes. Also brauchen wir ganz viel Kupfer. Ja, das mit dem Eisen klingt echt nicht schlecht. Also, dann benutzen wir hier jetzt. Ich verstehe immer noch nicht, warum beide Seiten befüllt werden. Ah, nee, doch nicht. Das war nur ein anfänglicher Stau. Okay, du weg. Du dahin. Das alles weg. So, alles aufsammeln. Und dann hätten wir gerne ein Ärmchen. Das sollte ein bisschen schnelles Ärmchen sein. Das sollte eigentlich ein ultraschnelles Ärmchen sein, aber wir haben noch keine ultraschnellen Ärmchen. Ja. Wer? Achso, wir hatten davon schon welche. Du. Da. Und du legst das jetzt alles auf eine Seite, richtig? Weg. Weg. Genau, du legst alles auf die rechte Seite, weil du normales Vanilla-Ärmchen bist. Okay, dann brauche ich jetzt Plastik, und zwar auf der hinteren Seite. Okay. Kein Problem. Gib mir Untergrunddinger. Dann nehmen wir hier eine Lücke. Da nach da. Nehmen wir ein intelligentes Ärmchen. Da. Du nimmst da bitte raus. Plastikdinger. Legst die auf ein neues Fließband. Autosave. Auf ein neues Fließband und du nimmst mit einem auch schnell Ärmchen. Da. Legst sie dann hinten drauf. Oh, du brauchst noch ein Fließband da oben. Okay. So. Sehr schön. Ja, das sollte aufgehen. Okay. Draht. Draht sollte möglichst weit oben hergestellt werden. Sonst werden die da blockiert. Es wird eh blockiert. Und die Chips sollten dann ein bisschen weiter unten. Also hier irgendwo. Bau mal drei Fabriken erstmal. Das dauert ein bisschen. Also ich denke, mein Plan jetzt bisher, hier kommen grüne Chips hin, hier kommen grüne Chips hin und hier oben irgendwo kommt Draht hin. Machen wir mal einmal Draht hier und einmal Chip hier, damit es auf der gegenüberliegenden Seite ist. So, du nimmst also jetzt Draht. So, erstmal musst du wissen, was du produzieren sollst. Du produzierst bitte grüne Chips. Du nimmst bitte von da hinten Draht und nimmst bitte von hier vorne mit einem schnellen Ärmchen. Na, eigentlich müsstest du von da hinten schnell Draht nehmen, ne? Ja, okay. Du kriegst noch ein zweites rotes Ärmchen, warte mal. Fällt sogar ein paar mehr. Da. Achso, und du musst noch einen haben, der das Ganze wieder ablegt. So, das wird jetzt abgehen. Was? Warum? Achso, weil du keinen Abnehmer hast.
weil du es nicht da hinlegen kannst. Ja, das ist okay. Wir haben Dytec-Ärmchen. Du nimm bitte so ein weißes, gelbes Ding da. Ah, du bist langsam. Wir brauchen schnellere, halbe Ärmchen. Aber gut, grüne Chips kommen schon mal rein. Das ist super. Draht könnte mit dem nächsten Problem werden, deswegen machen wir hier weiter. Du stellst bitte her Draht. Du nimmst bitte von da hinten Draht und tust es da hinten hin. Falsch. Falsch, 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 falsch. Wir brauchen ein halbes langes Ärmchen. Long half put, long output. Long half output. Das sollten die richtigen sein. Davon baue ich auch gleich ein paar mehr, damit wir... Genau. Schneller rausschmeißen können, das Zeug. Rein müsste es theoretisch auch schneller, also bräuchten wir davon auch noch einen Arm. Und noch einen Arm. Und einen großen Strommast. Ja, gib ihm, ganz viel Draht. Okay, das scheint zu reichen. Also wir haben schön viel Draht, wir haben schön viel grüne Chips. Die Ärmchen kriegen auch schnell genug ihr Zeug. Selbst die blauen Ärmchen bekommen schnell genug ihr Zeug und die grünen auch. Hey, 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 hey. So, jetzt müssen wir nur noch die grünen Ärmchen irgendwie hier hinten hinbekommen. Und die Batterien. Ja, Draht. Also ich glaube, es reicht doch, wenn wir auf einer Seite Kupfer machen, weil das Kupfer kommt hier nicht so wirklich sehr schnell an. Was aber auch noch daran liegt, dass wir noch die schlechten Schmelzöfen benutzen. Okay, ich hätte gerne... Oh. Hm. Ja doch, komm. Ich klaue mal ein bisschen Stahl und dann fangen wir an, die ersten elektrischen Schmelzöfen zu bauen. So, Science Packs kann ich währenddessen auch nochmal 5 herstellen. Und ganz viele rote Chips. Habe ich Science Packs noch im Inventar? Ja, rein da. So. Ich brauche Stahl. Gib mich Stahl. Obwohl, warte mal, wir haben hier drin 199. Die nehme ich einfach mal raus. So, jetzt sollten wir eine Weile genug Stahl haben. Fabrik brauchen wir gerade nicht. Wo sind die? Ah, da ist der Schmelzofen. Der eine Schmelzofen, das ist... Da sind noch zwei. Wir brauchen Steine. Lass mich raten. Steine habe ich von der ganzen Weile abgeklapselt. Ha? Ja. Okay. Steine brauche ich hier irgendwo gleich in Splitter. Aber erstmal stelle ich die Steine wieder so an, dass sie arbeiten. Du brennst. Okay, wir brauchen einen Splitter für Steine und zwar möglichst weit hinten. Sagen wir mal hier. Zack. Ah, doch, hat geklappt. Okay. So, jetzt wird es von beiden Seiten gefüllt. Kommt was raus, ja. Gut. Das heißt, es dürften trotzdem noch genug Steinzahnräder hergestellt werden. Und wir haben genug für die Mauer. Alternativ könnten wir... Okay, hier. Warum genau haben wir da keine direkte Verbindung gemacht? Wird mir bestimmt gleich einfallen, wenn irgendwas schief läuft. So. Ah, genau deswegen. Weil die da nicht hin sollen. Machen wir das anders? Machen wir das so? Machen wir hier eine Kurve? Dann können wir gleich mehrere Ärmchen arbeiten lassen. Schnelle Ärmchen da. Bau hinten dran. Benutzen solange die hier. 1, 2, 3. So, bam. Absoluter Overkill. Ich mach die lieber mal nach da oben. So. Also Steinchen kommen rein. Schmelzöfen sind in Arbeit. Baue ich gleich nochmal welche, weil wir müssen ja auch noch die ganzen Schmelzöfen bei der Eisenproduktion umbauen. Problem mit den Schmelzöfen sind, ist jetzt, die sind größer als die da, glaube ich. Jo, definitiv größer. Das heißt, wir müssen jetzt alles hier umbauen. Gut, das mache ich jetzt nicht mehr diese Folge. Wir müssen uns in den nächsten Folgen überlegen, wie wir das hier aufbauen wollen.
weil das hier unten mit den Schmelzöfen für Eisen ist ja auch nur temporär, solange wie das Eisenfeld da ist. Langfristig wollen wir oben Schmelzöfen haben, damit das Erz, was dann aus den Kolonien angeliefert wird, hier dann eingeschmolzen wird. Wenn es nicht schon in den Kolonien selber eingeschmolzen wird. Der Haken daran ist allerdings, dass dann die Kolonien selber wesentlich mehr Strom brauchen und es aufwendiger ist, sie aufzubauen. Weil die Kolonien halten meistens nur so 10, 20 Folgen. Danach ist das Metall alle. Und ich sehe gerade, hier haben wir ja auch noch Eisen. Sehr schön. Und ein bisschen Kupfer. Also gut, Plan für die nächsten Folgen. Wir modeln hier alles um, dass wir hier, ich weiß noch nicht genau wo, dass wir hier irgendwo genug Platz haben für 50 elektrische Schmelzöfen. Ich glaube, so viele hatten wir in der letzten Vanilla-Welt. Das könnte einigermaßen hinkommen. Die werden wir natürlich nicht alle bauen. Dafür haben wir weder die Ressourcen, noch die Zeit, noch momentan den Platz oder den Plan. Aber wir sollten es ungefähr so konzipieren, dass hier sehr, 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 sehr viele Schmelzöfen hin können. Das Wasser da eventuell noch zukippen. Ach, die Bäume müssen weg. Das wird nicht gut. Was sagt die Karte? Karte sagt, Smog ist schon fast hinten bei den Viechern. Okay, wir brauchen die Bäume. Wir brauchen die Bäume sowas von. Wo sind die Gummibäume? Du bist kein Gummibaum. Da sind die Gummibäume. Drei Resin, drei Resin, drei Resin. Gib mir 9 von den Seeds. So, Plan, nächste Folge. Schmelzöfen konzipieren, wie wir die aufstellen. Und sobald das hier durchgetickert ist, die Samen neu verteilen, damit das immer exponentiell mehr werden. Und wir dann irgendwann fast keinen Smog mehr in die Richtung produzieren. Das heißt, wir sollten die Rubber Tree Farm hier an der Westküste aufbauen, damit der westliche Smog eher geschluckt wird. Wenn es denn so funktioniert. Ich weiß nicht genau, wie die Ausbreitung von Smog berechnet wird. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also gut, bis gleich.